Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge South Park Stick of Truth. Das beste Let's Play in ganz Deutschland. Nein, schon mal. Auf jeden Fall, natürlich. Na, ist aber eines der besten. Also soll das beste Spiel 2014 im Moment sein? Eines der besten. Wird auf jeden Fall eines der besten gehandhabt. Die Leute sind immer wieder überrascht. Das war jetzt, ich weiß nicht, wer. Golem hatte das, glaube ich, rausgehauen. Oh, und ich sehe schon, die Bonesting-Bett, die findet wieder die besten Sachen. Mhm. Yeah. Ich habe nämlich drauf gezeigt, deswegen habe ich nichts gesagt. Muha. Ganz sneaky, sneaky. Ja, sneaky, sneaky. Hättest du nicht gedacht, ha? Doch, doch, ich hätte schon gedacht. Da ist South Park. Alles wird überwacht, auch Cool Kappa Keep, auf der KKK. Was ist das denn? Hier ist der. Oh oh. Was gedacht? Scheiße, die sehen stark aus. 900 Leben. Ach, das schaffen wir. Activating Defense Matrix. Was? Wo ist eigentlich dein Homie? Was? Ach du Scheiße, wir haben keine Unterstützung. Ich würde sagen Ability, ne? Mit mehreren Treffen. Ja, auf jeden Fall. Auf ihn oder das Ding hier? Das Defense Ding? Nee, auf den stärkeren. Echt, findest du? Die sind beide gleich stark, aber nein, das Teil... Nein, sind nicht beide. Aber das Teil hält deren Defense permanent oben. Dann mach, komm. Bam. Move. Das Defense-Ding ist schon down, super. Ja, und der andere ist auch... Schießt er schnell, ich schaff's einfach nicht, ihn zu blocken. Das hat noch 4 Leben, willst du mich verarschen? Schaff's nochmal, die zu verteidigen. Mach nochmal das Ding. Nochmal das Ding auf David? Ja. Okay, gut, das Ding ist weg. Was macht der? Er scannt uns ein. Au! Oh! Alter Schwede. Oh mein Gott. Wir brennen, wir brauchen unbedingt eine Cure Potion. Ja. Ach du Scheiße. Wie gehen die denn ab? Wollt ihr mich verarschen? Das wird voll der schwierige Kampf. Mach nochmal Stinkshot, ja. Ja? Ja. Es sind nur noch die beiden Typen da, jetzt kriegen die es voll ab. Wer hat weniger? Die haben beide gleich viel. Bam. Wow. Das hat's voll gebracht. Nice. Okay, jetzt können wir uns heilen. Gott sei Dank. Wir haben hier diesen einen Stack, der immer voll war. Nice. Ich schieße die beide ab. Nein, ja, mit dem, ja. Die konnte doch auf zwei gleichzeitig schießen, ja, genau. Mit der starken Attacke, ne? Nee, mit der normalen Attacke. Ja? Ja. Nee, mit der... Okay. Shit, ich hab's verpasst, deswegen. Sorry. Set to stun. Nice, abgewehrt. Ich würde sagen, jetzt hauen wir mal direkt drauf. Nice. Das bringt's richtig. Ah. Ich werde es aber trotzdem nochmal mit dem Laser probieren. Meinst du? Ja. Dann voll drauf mit dem Laser, aber wir müssen trotzdem... Aber die Attacke, die beide trifft. Okay, aber es gibt nur die eine Attacke. Hier, when your weapon flashes bla bla. W to fart. Wir haben keinen Mana, also können wir nur rechts klicken. Das heißt, es gibt nur die eine Attacke. Okay. So. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Müssen wir genau im richtigen Moment. Ha! Geblockt! Nice! Darf oh yeah! Ich. Und jetzt bist du dran, Alter. Stirb! Nice! Set to kill. Okay. Konzentration. Block, nice! Bisschen spät, aber viel geblockt. So. Jetzt machen wir drauf. Nice. Ah, er hat uns wieder irgendwie verbrannt, der Wichser. Ja, jetzt musst du dich nochmal curen. Okay. Nicely done. Ja, doch, mach mit dem... Was ist eigentlich das Vergrößerungsglas? Geht zurück? Da können wir nur uns unsere Sachen anschauen. Ach so, okay. Unsere Buffs und so. Okay. Ich würde sagen, wir greifen ihn jetzt nochmal mit der schweren Attacke an. Ja. Nice. Defense down. Noch einmal. Noch ein oder zweimal hast du ihn. Come on. Achtung. Scheiße, ich habe ihn voll abgekriegt. Wir sind fast draufgegangen dabei. Ja, du brauchst nicht. Wir müssen jetzt Large Health pauschen. Wir können uns nicht curen jetzt. Nice, okay. Drauf. Ja. Und los.
Nice, er ist tot. Oh. Perfekt. Stewardess. Boah, das für eine fette 3D-Animation für South Park. Boah, schlägt ein. Mitten in die South Park Mall. Was? Deswegen konnten wir noch nicht dahin. Und Teile landen überall, ja. Und grüner Goo geht in die Ab. Boah. In die Kanalisation. Yes? At what location? How many people in the town? Get in there and cover it up. This could change everything. Okay. Get everyone moving. We've got another UFO crash. Big bad government guy. Okay. Ah, der nächste Tag beginnt. Die Nacht war aufregend. Oh Mann. Okay, da sind wir wieder. Und dann wollen wir mal schauen, was uns der zweite Tag erwartet. New message from Randy. Das klingt doch immer einladend. Wir haben noch die Man-Bear-Pick, Hide and Seek. Wir haben noch ein paar Nebenquests. Thank you for playing with us yesterday. Really fun. Hope you play with us again today. Ich würde aber sagen, sollen wir jetzt erstmal die ganzen Nebenquests noch erledigen, die wir noch offen haben. Wir haben noch den Man-Bear-Pick-Quest offen. Was denn jetzt die nächste Aufgabe vom Hauptquest? Schieß die Uhr ab. Ich glaube, die nächste Hauptquest ist noch nicht gegeben. Wir müssen erstmal wieder in Cool Cooper Keep zurückkehren und dann schauen, was Cartman so hat. Im Moment haben wir nur die Nebenquests. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Nebenquests weg, bevor wir wieder nach Cooper Keep zurückkehren. Okay, also willst du nach Man Bear Pick? Genau. Oh. Oh my God! They came out of nowhere! There was a huge earthquake and then there was burning in my yard! Didn't you hear about it? It's all over the news! Here, look! And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Thanks, midget, I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again soon. It's horrible. You understand? The elves, they took the stick! No! It's bullshit, because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars, and we have to lay waste to their entire base! You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Get them to join our kingdom and we shall lay waste to the drow elves once and for all! Fucking cheaters. Also, die Hauptquest geht weiter bei den goth kids. Wir wissen ja, wo die sind. Das heißt, du musst jetzt erstmal die Klamotten kaufen gehen von denen, damit wir... Stimmt, damit die mit uns rumhängen. Genau, damit die überhaupt mit uns reden. Eieiei. Dann würde ich sagen, machen wir aber erstmal die Nebenquests trotzdem, oder? Man-Bear-Pick. Ich würde wirklich gerne jetzt die Nebenquests machen, weil da ist ja auch die Quest mit Man-Bear-Pick und so, die ist zum Beispiel gleich hier, die würde ich machen. Das würde ich sagen, machen wir als erstes, dann haben wir das schon mal weg. Mhm. Und, boah, hier sind jetzt überall solche Alien-Teile gelandet. Voll krass. Ist die ganze Stadt anders. Hier ist Cartmans Haus. Jetzt ist hier ein Loch drin. Können wir jetzt hier durch? Nee, das war auch vorher schon. Immer noch nicht? Ah, okay. Wir können aber jetzt die ganzen Alien auf den Dächern, die können wir jetzt alle nutzen. Es sind ganz viele Alien im Hintergrund und so. Stimmt, ich erinnere mich. Aber wir mussten und hier war, ist nicht der Spielplatz hier? Ja, da war der Spielplatz, aber wir wollten ja erstmal jetzt zu Man Bear Pigs Quest. Okay. Und dafür müssen wir hier vorbei. Nee, ich glaube, wir müssen da hier nach hinten gehen. Ne? War das nicht so? Ich schaue mal eben auch mal auf die Karte. Du kannst auch Schnellreisefunktion gehen. Nee, wir sind schon direkt da. Hier müssen wir irgendwo den Sensor an den elektronischen Transformer anschließen. Hä? Der ist, glaube ich, hier oben, ja. Ich glaube, der ist hier drin. Hier hinten wahrscheinlich. Ah, hier geht's weiter. Caution ahead, genau. Wir können den Ratten mit unserer neuen Ability können wir die Ratten wegtreiben. Nicht die andere. Hä, die andere? Ja, die kann ich schon. Nice. It's the Dragon Shout Ability.
Wir sind im Wald. Wohin bringt uns das denn? Ich weiß nicht, ich hab Angst, mich zu verlaufen. Was, man kommt immer irgendwohin zufällig raus, hast du es gesehen? Ja. Oh nein. Da ist so eine kleine, der kleine Busch da hinten. Der sieht mir sehr verdächtig aus. Suspekt. Toll. Nein. Dragon Shout. Dragon Shout. Na toll. Aber Dragon Shout hat schon was gebracht, glaube ich. Eieiei. Oh Mann. Die sind leicht. Nice. Kenny kümmert sich um den Rest. Fast tot. Verteidigt. Au. Screwed. Haha. Geht es das eklig, Mann. Ah ne, wir müssen die Abilities ja gar nicht machen, weil wir mit der Raygun diese ganze Reihe hier abschießen können. Yeah. Finde ich nämlich ziemlich geil. Nice. Und jetzt macht Kenny sie fertig. Oder nee, Kenny kümmert sich jetzt mal um die untere. Unicorn. Summon the magical unicorn. Press the keys, sorry, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Oh mein Gott. Was? Welche Keys? D? Ah. Ja, egal, wir haben Schaden. Kenny ist dabei draufgegangen. Ich habe ihn geblockt. Au, ihn nicht. Nein, what the fuck? Die scheiß Wölfe im Wald haben uns besiegt. Ich kann's nicht glauben. Oh mein Gott. Also wir sollten wahrscheinlich noch nicht in den Wald gehen, ne? Wenn wir noch nicht wissen, wo wir da lang können. Gucken wir mal weiter. Quests. Recruit the Goth Kids. Hide and Seek. Ja, wir müssen die Goth Kids recruiten. Wo kriegen wir jetzt wo die Klamotten? Wo ist dieses Klamottengeschäft an? Ich weiß es nicht. Guck da mal auf die Karte. Wo wir noch nicht waren. Your House. Was ist das hier? Jimmy. Clyde. Craig. Kevin. Aber in der Mall müssten wir doch eigentlich die Goth-Klamotten bekommen. Aber hier ist noch ein Ausrufezeichen. Warum ist da noch ein Ausrufezeichen? Wo? Da hier. Bei allen anderen Sachen, die wir erledigt haben, ist... Gain Allies. Ja, in der Schule müssen wir mit den Goth-Kids reden, scheinbar. Ja, und hier müssen wir noch hin, in diesen Das Lake. Ist Man-Bear-Pig, ja. Ja, dann mach das einfach. Man-Bear-Pig-Quest? Okay. Du wolltest sie doch eh machen. Ja, schon, warum nicht? Die Nebenquest. Ja, dann reise doch dahin. Warum ja, mach ich auch. Ich muss aber erstmal zum Schnellreiseding. Das hier Ach links. So. Genau. Und dann können wir da hochreisen und dann sind wir da direkt dort. Da sind auch, glaube ich, Mäuse, die kannst du dann jetzt wegschießen. Stimmt, da war irgend sowas war da, ne? So. Gehen wir hier hin, gehen wir nochmal zu Starks Pawn praktisch. Okay. Eieieiei. Ja, komm. So, wir müssen diesen Sensor hier irgendwo anbringen. Ich glaube, die Mäuse waren hier links, wo man nicht weiter konnte. Ja. Ah. Hä? Achso, ich kann, ich muss den wieder ändern, genau, ja. Dragon Shout! Okay. Hauptsache oh nein, das, jetzt ja. sind wir wieder hier. Was wohl passiert, wenn ich wieder zu einfach rausgehe? Okay. Sollen wir hier durchgehen oder nicht? Ja, du sollst doch meinen Werfix suchen. Wolltest du doch jedenfalls. Ich habe Angst. Geh weiter, ja, genau. Nee, geh in die Richtung, ja. Ich glaube, es ist egal, wo man rausgeht. Man kommt einfach immer in den nächsten. Ja. Da ist noch so ein Busch. Hier waren vorher die Typen, die uns besiegt haben. Der geht nicht kaputt zu machen, komischerweise. Rechts weiter oder hier runter? Nee, rechts weiter. Rechts? Links weiter. Links nee. Weiter. Eieiei. Ich hab Angst. Aber wir haben Kenny. Geradeaus hier durch, oder? Hier, da ist so ein Busch. Da. Ich weiß gerade nicht, was wir hier machen. Wir suchen nach Man-Bear-Pig, dachte ich. Oh oh. Geh mal nochmal auf die Karte. Ich will nicht gegen die Wölfe kämpfen. Ja, dann geh weg. Guck mal auf die Karte, mal schauen, was die Karte sagt. Die sagt wahrscheinlich, ja, wir sind einfach nur hier irgendwo. Ja, wir müssen ja nach oben. Eieiei. Wir müssen hier hoch. Ach shit, den Wolf habe ich nicht gesehen. Mach einfach Sling auf David. Das gibt's doch nicht. Mann, ey. Sling auf David. Komm schon, die scheiß Wölfe.
fast tot. So, jetzt kannst du mit dem Laser abschießen. Ja, kann ich ihm nicht. Ich kann mich aber erstmal für den Fall, dass einer wird überleben und für den Fall, dass er mich dann umbringt, gebe ich mir die einfach Cross Out Kanapie. Ja, okay, dann nicht. Okay, Kenny, nee, Kenny kann ja auch Ability machen, ne? Trifft Kenny nicht. Brauchst du doch gar nicht, das ist ein wenig. Du musst die nicht. Genau. Weich. Ach, den zweiten habe ich nicht geblockt gekriegt, aber der Hund ist ja eh fast tot. Ich würde sagen, den hauen wir jetzt einfach so. Ich bin mir nicht sicher. Doch, die starke Attacke von dem müsste es eigentlich... Ja. Genau. Super. Eieiei. Level 7. Wir nach oben. Wir haben eine neue Ability. Machen wir Level 2 von unserer... Nee, mach die dazwischen. Die Ninjutsu oder Jujutsu. Sicher? Aber wir sind genau das Level dafür gerade. Two Stacks of Bleeding. Perfect Success. Was bringt uns das? More Damage? Mehr Schaden oder Bleeding-Schaden zusätzlich? Ja, dann mach das. Machen wir es immer so, dass wir es voll machen und dann weiter schauen. Der loot die Wölfe oder Hunde oder was auch immer das sein soll. Ferocious Wild Dog. So. Aber geh nach oben und nicht weiter, ja. Hier? Ja. Dann sind wir wieder weiter, hier. Noch weiter oben. Was? Jetzt sind wir wieder hier. Gehen wir mal links. Ja. Da kommen wir wieder bei Wölfen raus. Scheiße. Warte, dann... Doch, oh. Dann töte sie. Okay, wir versuchen. Kämpf sie und dann hol dir Jesus oder so. Aber wir haben diesen Tag noch Kräfte, ne? Ja. Noch drei, oder nicht? Ja, stimmt. Wir können eine Kraft... Haben wir nicht auch jetzt Randy oder so? Ja. Und belebt Kenny wieder. Kenny wird schon von Ratten. Nein, beleb ihn wieder. Ich kann ihn nicht. Doch, kannst du. Wir haben... Da. Wir waren schon. Nein. Du Idiot. Scheiße. Du hast allein wieso gewartet. Können wir keine Abilities benutzen? Das ist natürlich jetzt extrem kacke. Dass Kenny gestorben ist. Ihr Schweine. Das müssen wir halt auf jeden Fall blocken. Mach's nochmal. Ah. Jetzt. Muss ich mir erstmal heilen. So sieht's nämlich aus. Eieiei. Grossed out, we cannot consume food. Scheiße. Ja. Verdammt nochmal. Kann sein, dass wir die nächste Runde. Mach Slingshot einfach, so wie du besiegst sie jetzt. Zwei von denen zumindest. Nice. Kenny ist zurück. Oh. Kommt alle zwei Runden zurück, wenn er stirbt. Das ist seine Special Ability. Ich will jetzt mal das... Nein. Das probieren? Musst du nicht wegen einem Wolf oder was? Dann mach wenigstens das da unten. Das ganz unten, mach mal das, ja. Unicorn. Wenn er drauf geht, ist nicht so schlimm. Nein, du sollst nur richtig machen. Press the keys, schauen. Das ist aber nicht so leicht. Doch. Schau einfach, voll schön. So, gleich wenn Kenny kommt. Achtung. Ah! Ich hab A gedrückt, aber nicht schnell. Hä, wieso ist da jetzt noch einer gekommen? Wollt ihr mich verarschen? Nee, ich muss mich erstmal heilen, ansonsten wird das hier ganz bestimmt nichts. Kenny kommt in zwei Runden wieder, das heißt, wir müssen zwei Runden überleben. Slingshot, ja. Ach, scheiße, dass dieser Hund jetzt noch mit dazu gekommen ist, kotzt mich ändern. Aber das bringt's. Komm, jetzt noch einmal einen normalen Schlag mit dem Stick da, den er in der Hand hat. Das war's. Doch, wir haben gewonnen. Ja, töte ihn damit. Nein! Oh, das wollte ich doch gar nicht. Hä? So dumm. Ich verstehe sehr, also das ist keine Ahnung, das muss ja mal einer erklären. Jetzt hast du Kenny wenigstens wieder. Ah nein, wieso gehe ich immer automatisch auf Ability? Schieß ihn einfach ab, ja. So, jetzt kannst du sie looten. Eieiei. So, Looty, 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 wir haben euch. Ah, da liegen die anderen Wölfe, Hunde, was auch immer. Wölfe. Gut, wo gehen wir jetzt lang? Mach die ganzen Wäsche tot, ich wette, da kommt irgendwann mehr ein Wettig raus oder so. Ich geh jetzt mal hier oben lang. Nein, geh zurück.
Oh nein, jetzt hast du alles wieder von vorne gemacht. Ich raff's nicht. Du musst eine bestimmte Reihenfolge gehen. Geh hoch. Hoch? Ja. Nee, okay, dann sind wir wieder hier. Okay, wir müssen links weiter gehen. Weiter geradeaus. There you are! We've been looking all over for you. Unsere Eltern. You are grounded, mister. Was? You march right on home and go to sleep. Was? Warum? Wieso? Weil wir uns verlaufen. Boah, ja, wir haben uns verlaufen. Wenn du dich also im Wald verläufst, dann holen dich deine Eltern zurück. Oh, scheiße, wir müssen es also in einer bestimmten Zeit auch noch irgendwie schaffen, oh, oder? Nein, du darfst nicht so oft rumlaufen. Scheiße. Boah, voll nicht. Ich würde mal sagen, wir schauen uns eine andere Quest an. Wir gehen jetzt mal zu den Goth Kids. Ja, wir müssen in den Laden. Ja, nee, aber der Quest führt uns aber, zeigt aber auf die Goth Kids, nicht irgendwo in den Laden. Also okay, auf die Schule. Dann musst du zur Schule. Der Quest zeigt auf jeden Fall. Ja, aber der Goth-Laden ist wahrscheinlich, er hat ja auch gesagt, in der am Mall, Ende der Stadt, da rechts. Aber auf der Schule zeigt der da Quest. Da ist Bar. Wir müssen aber zur Schule, wo der Quest ist. Okay. So, Tima! Und die sind nämlich hier hinten. Jetzt müssen wir erstmal mit denen den Brief überbringen. Ich bin mal gespannt, was sie dazu sagen, dass sie für uns kämpfen sollen. Hey there. Who's that? I think it's that new kid people are talking about. Beat it, new kid. This area is strictly for goth kids. What's this? Join the Kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play Dungeons and Douchebags. Yeah, beat it, new kid. Oh, come on. Let's do it. We never do anything. No way. We can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair. Yeah, tell you what, new kid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, uh-huh. If you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then maybe we'll consider hanging out with you. Sie sind deswegen solltest du bei Twigs Eltern Kaffee kaufen. Hä? Ja, du brauchst Kaffee, Zigaretten und seine Klamotten. Ah. Also würde ich sagen, gehen wir Kaffee kaufen bei Tweak. Aber wir müssen eh schnell Reisefunktion nehmen, die hier. Und dann reis mal am Ende der Stadt ganz rechts. Ich glaube nämlich hier irgendwo. Ja. Nö, nee, also bei Tweaks. Non-conformist, hier stand. Tweaks Coffee ist hier. Ja, da war's. Genau. Ja. Okay, wollen wir uns erst schnell den Coffee holen? Bei Tweak? Kannst du gerne machen. Mit Wi-Fi. Du hast auch eine neue Nachricht von Randy. Ja, Randy, passt schon. Which of our local coffees would you like to try? Wo ist der Coffee? Tweaks Dark Roast. Ja. Bye. Okay, gut, jetzt haben wir den Kaffee. Quest Item, perfekt. Das war das Richtige. Hey, there he is. New kid. Scheiße. New kid. Verdammt. The Elf King has requested your presence. You can either come quietly or you can fight, but I warn you. Fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time and you might as well skip it and just come with us. Schwierige Entscheidung, wir können kämpfen oder mitgehen. Kämpfen! There is no way you can win and fighting us will be a complete waste of time. Are you sure you want to fight? Ja. Fight. Okay, let's get this over with. Und jetzt voll Jesus. wir haben leider keinen Jesus gerade irgendwie. Warum? Aber wir können auf jeden Fall hier gleichzeitig zwei Leute ausnehmen. Shut down! Nice. Jetzt kannst du Jesus nehmen. Nein, ich kann Jesus nicht. Dann mach Charm, ja. Charm? Ja. Auf ihn. Come on! Ja. Der ist der Bessere, ne? Ja. So. Attack down. Ah, okay, jetzt kann er uns nicht mehr so stark angreifen. Ist auch gut, weil er der Stärkere ist. Und er hat mehr Leben, aber er hier hinten ist schon weiter runter. Und er ist der Heiler. Ja, den müssen wir abschießen. Bringt gar nicht. Sling of David, würde ich sagen. Nee, mach mal diese andere Circumstance. Achso, diese Circumstance. Ja, Circumstance. Circumstance. Debuff removed. Okay, den dürfen wir nicht angreifen. Okay, wir haben geblockt, halbwegs gut. Gut, dann machen wir jetzt mal diese Ability. Left Click.
Left-Click, okay. Left-Click. Ah, den können wir nur auf ihn oder auf ihn. Das ist aber Schwachsinn, weil solange der Typ hinten lebt, können wir nichts machen, weil der sie immer wieder hochheilt. Solange er hinten lebt. So. Und jetzt müssen wir mit Kenny, den anderen Typen, der jetzt gerade low ist, platt machen. Ach, komm schon. Oh. Ah, man muss die so perfekt blocken, die sind so schwer. Wir leben noch. Alles okay, alles okay. Wie viel Leben hat er? Ich würde sagen, wir machen nochmal die Sling of David. Die trifft er jetzt mehrere. Er ist dann wahrscheinlich mit Tod gleich, deswegen schieße ich auf ihn. Oh, jetzt bin ich echt gespannt. Die haben ja gesagt, dass wir den Kampf nicht gewinnen können. Und wir gewinnen ja gerade. Ja, stimmt. Mal gucken, was passiert. Zwei und ein Fake. Leave me alone. So, mit Counter. Und jetzt abschießen. Und jetzt abschießen. Gewonnen. So gut. Ihr Pisser. We tried to warn you, it was useless, but you just had to go and try and fight. Let's go. So Scheiße, das war so klar, echt. Mann. Wir sind im Elven Kingdom. Scheiße, wir sind Gefangene. Oh nein. So, you're the new kid everyone is talking about. What's your name? He doesn't talk, Elf King. He thinks he's hot shit or something. You're playing for the wrong side, dude. What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Carbon's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. Uh-oh. Ay. I'm sending our best ranger to help guide you. The bard is also at your disposal now. Krass, jetzt können wir also noch mehrere Charaktere anwählen. Jetzt kannst du aber mit Jimmy, glaube ich, befreundet sein. Nein, wir können jetzt hier in unserer Party können wir noch andere anwählen, aber im Moment sind die gerade gesperrt. Cartman ist wahrscheinlich der Beste. Also, wie you know what every good bard should have? A flute. If I had a flute, I could play fantastic melody. If I only had a flute. My Facebook says the Ranger might be selling one. You know where the Ranger is? I'd love to see if I could buy that flute. Okay. Sidequest. All is lost. My contacts, my maps, my friends list, all taken from me by the She-Ogre. She has no soul. You will help me battle the She-Ogre and reclaim my iPhone? Perhaps you are one to be trusted. Seine Schwester. Very well. Let us end this. Seine, wir müssen Shelly besiegen, ja. Wir waren ja schon mal bei ihm im Zimmer. Our king may trust you, but that doesn't mean I have to. Okay, doch. Hier ist die nächste Fast Travel Flag. Haben wir jetzt eigentlich alle? Mit allen. Ja, wir haben alle. Alle Fast Travel Flags. The humans have raised banners around town claiming elf territory for their own. So saith the Well of Insight. Plus it's all over Twitter. The Well says balance can be restored only if a chosen one were to fuck up their banners. Okay, we need to fuck up their banners. Restoring balance. Wir haben jetzt einen Haufen Nebenquests gekriegt. Ich würde gerne mal hier hochklettern. Kommen wir hier hoch? Nimm doch mal die Tasche. Hier muss man doch hochkommen. Na, ich war doch gerade eben auf der Treppe. Wie kommt man hier auf die Treppe? Hallo? Ah, meine Güte. Genau, ja. A Wind Waker. Yeah. A Wind Waker. Das war eine Zelda. Ganz oben? Oh mein Gott, wir sind auf dem Elfen-Kingdom. Jetzt kriegen wir keine Übersicht hier. Schade. Ich habe gedacht, wir können jetzt hier wie bei Cooper Keep, wie auch immer, können wir über die ganze Stadt zuschauen. Das wäre cool gewesen. Da drin muss man ja nicht. Du kannst aber auch machen. Siehst du? Aha. Nice. Take aber bestimmt off. Kannst du auch unten deine Sachen verkaufen oder irgendwas kaufen. Ja, stimmt. Da gibt es bestimmt 100 Pro-Händler. Aber nimm die Tasche hier.
Ist aber gut, Level 6. Wir haben mittlerweile voll die krassen Gegenstände noch, die wir ausrüsten können. Das Elf's Loyalty Patch war das. Was ist das hier? Boah, drain up to 25 HP from bleeding targets. Das ist super, weil wir haben ja diese... Das Beschneiden-Ding macht ja Blutschaden. Aber das war nicht alles. Hä? Das war nicht alles, was wir bekommen haben. Was haben wir denn noch bekommen? Tinfoil Hat, den können wir leider nicht mit irgendwas 6 Armor. Was irgendwas? Das ist eigentlich besser gegen Alien. Ich würde sagen, ab jetzt tun wir hier diesen wieder ansetzen. Ähm, 20 HP, 6... 8, nee, das ist alles richtig. Ansonsten haben wir nichts Neues. Gut. Wunderbar. Ist er, er war auch kein Händler? Nee, aber du kannst da in das Zelt. Ja. Oh, siehst du, und wir können endlich in Kyles Haus. Any ally of the Elf King is an ally of mine. And my shop is open to you. Nice. Können wir gleich mal gucken. Erstmal verkaufen. Erstmal verkaufen, stimmt. Erstmal verkaufen. So, alles was unter Level 4 ist, muss weg. Kann eigentlich alles weg. Unter Level 4. Die haben wir doch schon festgestellt, dass sie schlechter ist als unsere Waffe. Warum sollen wir die behalten? Equipment. Das kann eigentlich auch alles weg, ne? Alles außer Tinfoil Hat, oder? Ne, der war ja nur für die Aliens gut. Wollen wir den behalten, oder wie? Ja, schon. Bin mir gerade nicht so sicher. So. Und Flair, den ganzen Kram werden wir eh los. Ja. Weg damit. Tschüss. Equipment-Patches sollten wir vielleicht lieber doch behalten, weil mit denen ja, können wir Junk. Uns ausrüsten. Und Junk haben wir bestimmt eine ganze Menge. Boah, wenn wir so Mach viele von alles, einem nee, haben. Klick einfach. Wenn wir so viele von einem haben, dann geht das schneller, wenn ich das so mache, als wenn ich 6-mal doppelklicke. Das sind dann 12 Klicks, es geht aber noch schneller als ein. Als 2-mal hin und her gehen. Also. Ja, keine Sorge, AIDS bleibt. Ah! Eieieiei. So viel Kram, ey. Wir haben jetzt aber auch ewig lange nicht mehr verkauft, ne? Ich glaube, ich nehme mal wieder den Controller dazu in die Hand. So, dann sind wir auch schon wieder in der nächsten praktisch. Na, jetzt bleibe ich hier tatsächlich hängen mit der Sprache. Aber ist auch schon spät, wir haben viel aufgenommen heute. Ja. Aber es hat auch Spaß gemacht, es ist so addictive, das Game, das gibt's gar nicht. Ja, stimmt, wir haben einmal angefangen. Es überrascht auch, es hört nicht auf, irgendwie zu überraschen, weil du denkst so, das ist das Spiel und dann kommt halt irgendwas anderes, was dich total umhaut und denkst so, übelst fett, ey. Ja. Und es passt alles zu South Park, es ist nicht irgendwie extra dazu gemacht oder irgendwie nur fürs Gameplay, sondern es ist 1:1 South Park. Und das ist das Gute an dem Spiel und deswegen ist es auch erfolgreich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir endlich Timmy als Freund. Komm mal, kannst du das abschießen? Dieses Glas? Ja. Ich wette. Nice. Ah. Komm, passiert doch nichts. Geh mal ins Zelt. Seh nichts. Ah doch, hier kommen wir rein. Ja, siehst du. Hey, wir haben eine neue Waffe gefunden. Die neue Waffe tun wir auf jeden Fall uns noch anschauen. Zeig mal. Oh, die scheint gut zu sein. Ja. Nee, doch nicht. Ah, aber der hat zwei Spots, du kannst zwei Sachen dazu Stimmt. tun. Legen wir die mal an und guck mal, du hast da diesen Blitz. Tu mal hier den ganzen Kram runter. So. Und jetzt können wir sie modifizieren. Jetzt haben wir hier nämlich den Blitz und haben wir zusätzlich. Ah, hier Empty Slot. Zusätzlicher Schaden. Und more bleeding. Perfect Attack. 5 Armor Ignore, more damage when we block. Nee, ich glaube schon, dass wir hier ganz gut sind mit Bleeding Targets. Sieht auch gut aus. Wunderbar. Dann würde ich sagen, reicht das erstmal für heute, denn wir haben einige Folgen heute hintereinander aufgenommen, Fall. Wie gesagt. Und wir freuen uns auf ein nächstes Abenteuer mit euch. Immer gerne. Fall. Es gibt ja jetzt auch viel zu sehen in den nächsten Folgen, denke ich mal. Es kommen ja jetzt noch viel mehr vom Hauptquest. Wir sind jetzt gerade erst am Anfang der Reise. Aber wir haben viele Bilder gesehen, die wir aus den Trailer kannten und wir freuen uns auf mehr. Also bis dann. Ciao. I'm gonna do the bitch on Tuesday, do the bitch on Wednesday, Saturday, she's a bitch. Then on Sunday, just to be different, she's a
Super King Kamehameha bitch. Come on, you all know the words. You expect my big cosmos, the biggest bitch in the whole wide world. To be no bitch, and she has stupid hair. She's a